So sieht er aus, der neue Lieblingsbrennpunkt der Politik. Seit den Silvesterkrawallen hat die Heideck-Siedlung in Neukölln ihren ohnehin schon schlechten Ruf komplett ruiniert. Ibrahim Al-Khalil war früher Anführer der Jugendgang Killer Boys. Er ist hier aufgewachsen, kennt fast jeden im Viertel, entweder von der Straße oder aus dem Knast. Seine Insassennummer hat er sich auf die Hand tätowiert. Ich wurde relativ früh auffällig eigentlich. Ich bin dann mit 14 inhaftiert worden, wurde zu 7 Jahren Haft verurteilt. Unter anderem wegen Körperverletzung, Raub. Und dann habe ich 6 Jahre, 9 Monate davon in der Jugendstrafanstalt Plötzensee verbracht. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, woran es lag. Bin noch nicht zu dem Entschluss gekommen, jetzt mein ganzes Leben Revue laufen zu lassen und zu suchen, warum, wieso, weshalb. Heute arbeitet Ibrahim ehrenamtlich in dem Gefängnis, in dem er eingesessen hat. Die Eskalation an Silvester für ihn unbegreiflich. Wir wollten ein bisschen feiern, Silvester feiern, ins neue Jahr reinrutschen. Und wie fast in jedem Jahr war viel los hier. Dieses Jahr war es halt ein bisschen extremer. Bisschen extremer hieß damals totaler Ausnahmezustand. Böller und Raketenangriffe, ein in Brand gesteckter Linienbus, Attacken auf Rettungskräfte, Feuerwehr und Polizei. Am Morgen danach dokumentiert ein Motorradfahrer die Chaosnacht in den Heidecks. Das ist Neukölln. Hier haben sie die E-Roller auf den Boden geschmissen, einfach umgeworfen, umgeschmissen. Guck mal, das ist bis nach oben hochgegangen. Erster, zweiter, dritter bis zum 4. Stock. Scheiße bauen macht Spaß, aber nicht so, wenn man es übertreibt. Und das ist definitiv übertrieben. Oberhalb des Busses haben sich die hitzigen Ereignisse ins Gebäude eingebrannt. Die Bewohner, die meisten von ihnen sind Rentner, mussten zeitweise evakuiert werden. Jetzt sind die Glaser unterwegs, um die Schäden aufzunehmen. Die Leute, die hier die Nacht da waren, und, also ich weiß nicht, ich glaube, das sitzt ganz schön tief. Wenn die ersten so ganz alte Menschen, schon über 90, ich will ja gar nicht wissen, was die hier durchgemacht haben. Möchte ich nicht tauschen. Schönen guten Tag. Die Glaser, haben Sie kaputte Fensterscheiben? Ja. Die kaputten Scheiben wurden provisorisch mit Brettern vernagelt. Und die hat es auch? Gar ja, nicht. Ja. Schönen guten Tag. Seit der Gewalt in der Silvesternacht wird heiß diskutiert über die Kriminalität im Viertel und über das, was bei der Integration angeblich alles schiefläuft. In den 60er und 70er Jahre haben sie die Leute hergeholt, haben sie hier hingefrachtet und haben gesagt, so, und das ist ja klar, wenn sich solche Clans bilden, wenn sich solche Gruppen bilden, wenn die nicht integriert werden, was soll denn das? Ist ja ganz klar. 70% der Menschen haben einen Migrationshintergrund. Allein 2021 gab es hier über 800 Straftaten. Vor dem Kiosk am Sonnencenter treffen wir Denno. Auch seine Familie wohnt hier seit Jahrzehnten. Die Lage ist normal, man kennt es nicht anders. Man ist hier groß geworden. Viele sagen Brennpunkt, viele kommen jetzt hierher und sind schaulustig durch die Silvesternacht. Aber ja, was soll ich sagen, die Gegend ist trotzdem, ist eigentlich eine gute Gegend. Ja? Jeder versteht sich, hier ist wie ein kleines Dorf. Doch für einige ist die Polizeiwache zu ihrem zweiten Wohnzimmer geworden. Das schweißt zusammen, mitten in Berlin und doch irgendwie am Rande. Ich und er, wir sind jetzt hier zwei Personen vor der Kamera und beide haben schon im Gefängnis gesessen. Beide waren jahrelang kriminell in unserer Jugend, haben aber auch daraus gelernt. Und so geht es eigentlich den meisten hier. Das ist, als hätten sie die ganzen Intensivtäter und so auf einen Haufen gesteckt. In diese Gegend. Aber ich glaube, auch deswegen fühle ich mich hier wohl so. Früher trug Ibrahim den Spitznamen Hadida, der Eiserne. Aber die Zeiten der Unverwundbarkeit sind vorbei. Heute nervt der Stempel, den die Gesellschaft ihnen aufdrückt. Ich kann sagen, es ist noch mal ein Bus am Brennen, aber im Endeffekt, alle sind herzlich hier, oder? Mich ärgert, dass jetzt auf einmal alle Politiker sich kümmern wollen. Jetzt plötzlich kommen alle, ja. Die wollen sich von guter Seite zeigen. Ja. Aber wo sind die ganzen anderen Monate und Tage? Ja, stimmt schon. Ich wüsste aber auch nicht, was die hier verändern sollten, ehrlich gesagt. Seit Jahren gibt es hier ein umfangreiches Quartiersmanagement. Politik und Sozialträger fördern Jugendclubs oder Nachbarschaftstreffs. Offenbar ohne großen Erfolg. Edwin Greve von der Partei Die Urbane wohnt und engagiert sich hier. Andere Parteien scheinen sich seit Silvester nur für Vorurteile zu interessieren.
Die Berliner CDU wollte wissen, welche Vornamen die Personen haben, die deutsche Staatsangehörigkeit haben. Und wir wissen genau warum, weil sie gerne hören wollten, dass die alle nicht Peter und Tim heißen. So, damit man dann sagen kann, seht ihr, wir haben es doch gesagt, es hat immer noch irgendwas mit Herkunft oder Kultur zu tun. 44 Festnahmen gab es hier wegen Übergriffen auf Polizei und Feuerwehr. 16 Personen hatten die deutsche, 10 die doppelte Staatsangehörigkeit. 18 waren Ausländer. Auch Falko Lieke ist heute hier, CDU-Sozialstadtrat in Neukölln. Sie haben sich die perfekte Kulisse hier ausgesucht. Ne? Naja, eine schöne Kulisse ist es nicht. Und das, was passiert ist, ist auch nicht schön. Der Teil von Leuten, die Ärger machen, die Stress machen, die ein Problem darstellen, ist ein geringer Bruchteil davon. Ja. Probleme haben aber alle hier. Für die wird aber keine Lösung geboten. Ich sage nicht, dass die Menschen hier alle durchgängig kriminell sind, nur weil sie Migrationshintergrund haben. Das habe ich nie gesagt, das würde ich auch nicht sagen, weil es Quatsch ist. Und wir haben hier einen Anteil von Jugendlichen, die hier einfach mal Scheibe spielen. Dabei hatten es die Erbauer der Betongiganten doch so gut gemeint. 2400 Wohnungen in mehrstöckigen Häusern verziert mit begrünten Fußgängerbrücken. In den 70ern der neueste Schrei im sozialen Wohnungsbau. Von der Utopie ist nichts übrig. Stattdessen kämpft der Sozialstadtrat gegen einen gigantischen Sanierungsstau in den denkmalgeschützten Heidecks. Und neuerdings auch für mehr Polizeipräsenz. Ich stelle mir vor, dass es hier eine Brennpunktwache gibt, wo Polizei auch sichtbar ist. Denn eins ist klar, der Staat hat hier das Sagen auf den Straßen und nicht irgendwelche Krawallmacher. Und das wurde seit Jahren ignoriert. Und dann wundert man sich jetzt, dass es alles so ausbricht und so krasse Bilder gibt. Schon vor 15 Jahren lebte mehr als die Hälfte der 6000 Bewohner von Transferleistungen. Nasser Elhat tut das nicht. Sie arbeitet Teilzeit in der Integrationshilfe und Vollzeit als dreifache Mutter. Ich hatte Angst, hier erstmal in der Siedlung zu leben. Und ich erziehe meine Kinder so gut, wie es geht, um sich von solchen Jugendlichen oder halt so alles, was in der Gegend passiert, fernzuhalten. Also wir leben unser eigenes Leben hier mit meinem Mann und meinen drei Kindern. Nassas Eltern sind aus dem Libanon geflohen. Sie selbst ist hier geboren und aufgewachsen. Können wir jetzt Jacken anziehen und dann gehen wir auch los, okay? Die El-Hajs wirken wie eine Bilderbuchfamilie in Sachen Integration. Ein Erfolg, den sie sich selbst zuzuschreiben haben. Warum rutschen manche hier ab? Was sind so die Gründe? Das weiß ich gar nicht. Ich denke, es hat einfach mit der Erziehung zu tun. Also was sind denn so die Vorbilder hier? Kriegt ihr das mit? Niemand. Die denken dann, die sind cool. Die denken dann, die sind cool, wenn die kriminell werden? Ja. Wer als Flüchtling kam und straffällig wird, erhält fast nie einen Aufenthaltstitel. Auch Ibrahims Status hat sich seit über 30 Jahren nicht geändert. Als Palästinenser ist er nur geduldet, wie viele hier. Guck mal, eine Familie, einer Mann hast du Aufenthalt, einer Mann hast du Duldung, einer Mann deine Mutter hast du, deine Vater nicht. Das so, Cocktail. Cocktailfamilie. Ja, das ist richtig. Ja, das ist deine Mutter hast du. Meine Mutter hat Aufenthalt. Meine Schwestern, Geschwister, Bruder. Da nicht. Ich hab nicht. Aber warum? Seine Kinder haben, seine Frau hat er nicht. Ohne den begehrten Aufenthaltsstatus ist es ihm verboten, die Stadt zu verlassen. Er darf nicht mal seiner Frau im Laden helfen. Wann kommt Finanzamt? Ich gehe so schnell. Ordnungsamt, ich gehe schnell. Ich bleibe alleine da. Das ist das Problem. Ich kann nicht mehr alleine. Man muss immer seinen Eltern helfen. Zum Beispiel ich als älterer Sohn, ich muss meine Mutter unterstützen, egal bei was. Bei alles. Wenn sie Hilfe braucht, ich komme direkt zu sie. Ich helfe sie direkt. Und wenn halt Geld fehlt, versuche ich irgendwie Geld zu besorgen. So. Und dann mache ich halt meine Sachen, die ich halt mache, um an Geld ranzukommen. Was für Sachen denn? Das sind private Sachen. So. Ibrahim ist mittlerweile weggezogen. Doch das Viertel kriegt er nicht aus sich raus. Es ist ein Teil von mir. Genauso wie das Gefängnis ein Teil von mir ist. Wieso? Die Gegend ist eine schöne Gegend. Ich meine, hier kommen so viele Nationen zusammen. Immer nur schlecht über die Gegend zu sprechen, hat auch keinen Sinn, ehrlich gesagt. Seinen Sohn will er jetzt woanders großziehen. Weit weg von den Heidecks. Am liebsten mitten in Deutschland.